So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, wieder mal von zu Hause aus, ne? Das Gute ist, in letzter Zeit können wir die Raids auch immer von zu Hause aus machen. Habe ich ja gestern auch gesagt im Livestream nochmal, hier die gelbe Arena, die blaue Arena, kommt man von zu Hause aus hin. Wir könnten jetzt sogar hier diesen Praktibulk-Raid machen. Wir warten aber natürlich auf einen 5er-Raid, weil ich bei dem Großen natürlich immer die Großen mitnehme für die Erfahrungspunkte und um ein gutes Legendäres zu bekommen, auch wenn Demeteros jetzt nicht so krass ist. Was ganz wichtig ist heute zum Anfang, ich möchte nämlich heute in der Folge mal ein paar Wünsche oder Anregungen mitteilen, die mir in Pokémon Go fehlen, beziehungsweise was ich mir für Pokémon Go noch wünschen würde, Verbesserungen und so weiter. Aber momentan ist ja dieser Gutscheincode im Umlauf, den wollen wir jetzt auch mal einlösen, den habe ich mir in die Zwischenablage gespeichert. Da müsst ihr einfach nur, wenn ihr Android habt, in euren Shop, müsst bis runter scrollen, da könnt ihr Promocodes eingeben. Kopiert den einfach da rein. Da seht ihr dann auch gleich, wie der Code heißt. Hä? Wie soll ich den denn kopieren, wenn ich da nicht ins Textfeld schreiben kann? Das ist ja behindert. Wenn ich lange drauf bleibe und dann hier... Junge, ich will was einfügen! Stehe ich nicht. 6,5 Stunden später. So, nach 10 Stunden Rumwühlen haben wir es endlich geschafft. Weil es ja immer hin und her geswitcht ist. Wir mussten jetzt über die Option Zwischenanlage suchen, die anlegen, den Code da reinkopieren, den abspeichern. Und wenn wir jetzt auswählen, Zwischenablage, wird er angezeigt. Und wir können auf Drücken hier drauf den, glaube ich, da reinkopieren. Der Code heißt also EMRK2EZWLVSSZDC5. Da drücken wir hier mal drauf, gehen mal auf Einlösen, gucken, ob das funktioniert. Da bekommen wir gratis Items, guckt euch das an. Richtig brutal, 8 Bälle, 4 goldene Bären und 4 silberne Bären. Die nimmt man natürlich gerne mal mit. Das war es auch schon, ich werde den Code auch in die Beschreibung packen und bei dem Text, in den Kommentar, den ich da immer angepinnt habe. Das war es aber hierzu. Die Bildschirmaufnahme mache ich jetzt weg, mache ein bisschen Gameplay rein und möchte euch meine Wünsche mal nahelegen, die ich für Pokémon Go habe, beziehungsweise was ich vermisse in Pokémon Go. Angefangen mit garantierten Geschenken. Eigentlich habe ich einen anderen Punkt als erstes, aber wir nehmen mal garantierte Geschenke. Momentan ist das ja eigentlich kein Problem, denn dank der Corona-Krise, so muss man sie ausdrücken, bekommt ihr ja garantiert an jedem Stop, den ihr dreht, ein Geschenk. Es gibt diverse Events, da ist das auch so. Da bekommt ihr wirklich an jedem Stop garantiert ein Geschenk. Außerhalb von Events oder außerhalb der Corona-Krise ist das ja leider nicht so. Warum? Das kann man doch eigentlich ins Spiel komplett implementieren und auch einfach dann so drin lassen. Wem schadet das denn? Doch eigentlich niemanden. Ich finde es so gut, wenn ihr wirklich mal eine Runde durch die Stadt lauft, ihr dreht, was weiß ich, wie viele Stops, das ist ja eh beschränkt auf 20 Geschenke, die ihr bekommen könnt, beziehungsweise jetzt eben gerade auf 30 erhöht, aber im Normalfall sind das ja nur 20. Ihr dreht also eine Runde durch die Stadt, habt dann 20 Geschenke, könnt ihr in Ruhe vielleicht verteilen. Wenn die aber nicht garantiert sind, lauft ihr vielleicht eine Runde durch die Stadt und habt gerade mal 2 Geschenke. Das ist doch Quatsch. Andere haben dann 10, ihr habt 2. Ihr fühlt euch total benachteiligt, wenn das wirklich eine Glückssache ist, ob ihr ein Geschenk bekommt oder nicht. Ich finde, es ist keinem irgendwo ein Nachteil geboten, wenn jeder garantiert an einem Pokestop ein Geschenk bekommen würde. Es ist ja eh beschränkt insgesamt auf 100 am Tag, die man verschicken kann. Dann ist es nochmal beschränkt auf 20, die man im Beutel tragen kann. Dann gebt doch wenigstens jedem, der einen Stop dreht, garantiert wenigstens ein Geschenk. So kann jeder auch besser die 100 Geschenke am Tag verteilen, was ja auch dem ganzen Freundschaftssystem zugutekommt. Die Leute einfach besser und mehr miteinander agieren und kommunizieren können. Also kommunizieren nicht, aber agieren. Denn Leute mit vielen Stops werden in dem Moment ja wieder bevorzugt als Leute mit wenig Stops. Wenn ihr sowieso immer bekommt, dann haben die Leute mit vielen Stops zwar schneller die 100 erreicht, aber die Leute mit wenig Stops haben wenigstens die Chance, ihre 20 Geschenke zu sammeln, wenn sie immer beim Drehen eins bekommen.
Die werden ja eh immer schon benachteiligt, aber so wäre irgendwo noch ein bisschen durch die Obergrenze was geschaffen, dass die Hohen nicht noch weiter hinauskommen und die Niedrigen unten bleiben. Ich fände es also eine gute Sache, wenn diese garantierten Geschenke immer bei Pokémon Go eingeführt werden und auch im Spiel bleiben. Wo wir gleich bei der Sache sind mit den Geschenken, auch noch ein zweiter Punkt dazu, garantierte Eier aus Geschenken. Wieso macht man das nicht? Es gibt so viele Events, wo es heißt, ihr könnt exklusiv aus den Geschenken 7 Kilometer Eier erhalten mit bestimmten Pokémon drin, nur 2-3 Tage lang in diesem Eventzeitraum, manchmal auch eine Woche in diesem Eventzeitraum. Alle öffnen also Geschenke, alle schicken Geschenke. Wir wissen ja, ist eh alles stark eingegrenzt, nur 100 pro Tag, nur 20 im Beutel, nicht jeder Stop wirft eins ab und so weiter. Dann gibt es aber dann diese besonderen Event-Eier, die es nur im Event gibt. Ihr könnt nur 20 Geschenke am Tag öffnen und ihr öffnet 20 Geschenke und habt dann vielleicht gerade mal 8 Eier bekommen. Ihr denkt euch auch, wow, warum? Was ist das denn? Dann macht doch wenigstens, wenn ein Event ist, garantierte Eier aus Geschenken. Manchmal heißt es auch, ihr kriegt pro Geschenk 2 Eier. Dann ist das aber auch nicht, also bis zu 2 Eier, dann ist das ja aber auch nicht garantiert, dass jedes eins abwirft. Ihr öffnet trotzdem 20 Geschenke und habt insgesamt dann halt vielleicht 12 Eier bekommen. Aber ihr öffnet nicht 20 Geschenke und kriegt 20 Eier. Warum? Wenn ihr die kriegt, ihr müsst sie doch erstmal ausbrüten. Wo ist jetzt ein Nachteil, wenn man wirklich pro Geschenk garantiert dieses Ei bekommen würde, dass gerade wenn ein Event ist, man weiß, ich habe mein Ei gebrütet, ich mache das nächste Geschenk auf, nehme das nächste Ei an, brüte das aus, dass man zielgerecht an die Sache rangehen kann. Ich sehe keinen Nachteil für nichts und niemanden. Man kann die Events eigentlich doch besser spielen. Deshalb macht doch einfach garantierte Geschenke und macht garantierte Eier, dann passt das doch. Ich weiß nicht, was neben den Eiern gibt es ja eh die anderen Items noch zusätzlich. Ich weiß nicht, warum die Eier nicht garantiert sind. Macht garantierte Eier, macht garantierte Geschenke, finde ich beides eine gute Sache. Dann, was mich beim Verteilen auch immer noch nervt, es wäre schön, wenn es auch irgendwo eine Anzeige gäbe, wenn schon das Limit da ist von 100, dass ihr wisst, wie viele Geschenke ihr schon verteilt habt an dem Tag. Ihr wisst, ihr könnt nur 100 verteilen. Jetzt ist vielleicht euer Beutel mal voll beim Drehen, ihr müsst da aus eurer Liste raus, ihr müsst da wieder mal was ausmisten, ihr müsst wieder neu anfangen. Ihr wisst ja gar nicht, wie weit seid ihr denn? Ich meine, der Punkt ist eigentlich nicht so wichtig, der geht mir nur immer auf den Sack beim Geschenke verteilen. Dann denke ich, okay, ja, jetzt muss ich wieder alles wegschmeißen, damit ich wieder Platz habe, damit ich wieder 100 Stops drehen kann, damit ich wieder 100 Geschenke kriege. Dabei hätte ich eh vielleicht nur noch 2 verschicken können und es hätte gereicht, wenn ich 10 Bälle wegschmeiße und 2 Stops drehe, dass ich vielleicht die 2 Geschenke noch habe. Also irgendwo, dass man das nachvollziehen kann, dass das übersichtlicher ist, dass man weiß, wie viele Geschenke man schon verschickt hat heute, wie viele man noch verschicken kann, dass man weiß, wie viel von 100 man schon weg hat. Könnte man natürlich auch eine Anzeige irgendwo haben, dass man weiß, wie viele man schon geöffnet hat. Viele öffnen mal kurz das, das, das und das, dann wollen sie vielleicht ein Ei anmachen und sagen, oh, ich habe jetzt noch ein paar Freunde, die mache ich alle auf, wie ich im Stream. Jetzt mache ich die ganzen Hyperfreunde auf und ich konnte einen öffnen, dann hatte ich das Limit erreicht, weil ich es nicht in der Übersicht hatte, wie viel ich geöffnet hatte. Das ist also auch eine kleine Verbesserung, die ich cool finden würde, dass ihr wisst, wie viele Geschenke ihr schon geöffnet habt und noch öffnen könnt. Einfach nur eine kleine Anzahl, so 10 von 20 geöffnet und eine kleine Anzahl 60 von 100 verschickt. Das ist einfach schön übersichtlicher, ihr habt das alles mehr im Blick, würde auch eigentlich niemandem schaden. Dann die 100 Geschenke maximal. Warum eigentlich? Wenn man 200 Freunde haben kann, wieso kann man dann nur 100 Geschenke verteilen? Wäre es dann nicht trotzdem sinnvoller, wenn man schon das Limit von 200 Freunden hat? Ich sage gar nicht, erhöht das Limit, dass man unendlich Freunde haben kann. Irgendwann muss ja auch mal Schluss sein. Dann wechselt man halt mal durch, man löscht mal wieder welche, man nimmt mal neue an. Aber wenn man schon 200 Freunde haben kann, man kann aber nur 100 davon beschenken, gehen immer 100 leer aus. In dem Sinne, natürlich öffnen manche nicht, dann kriegen die auch nichts und dafür kriegt jemand anderes was und dann wechselt das, sodass eigentlich alle 2 Tage jeder bedient werden könnte. Nebenbei könnt ihr ja noch selber öffnen, aber wenn ihr schon
200 Freunde einbaut, warum macht ihr dann nicht auch 200 Geschenke, dass man theoretisch jedem Freund was schicken kann, damit auch kein Nachteil entsteht? Wer jetzt nicht geöffnet hat, der kriegt ja sowieso nicht noch ein neues. Und das heißt, man muss ja nicht am Tag dann 200 verteilen. Man hat die Möglichkeit, 200 zu verteilen, wenn alle öffnen. Aber dadurch, dass viele nicht öffnen, muss man im Endeffekt ja trotzdem, sagen wir mal, eine 100 verteilen. Aber wenn man mehr als 100 verteilen möchte und das geht nicht, obwohl man noch Freunde hat, die aktiv sind, bremst das auch irgendwo aus. Sehe ich jetzt auch wieder keinen Nachteil. Wenn man sagen würde, 100 Geschenke am Tag, ist zu wenig, wir machen 200, weil wir 200 Freunde haben, dass sich das anpasst, dass sich das ausgleicht, wäre auch ein Vorschlag, würde ich irgendwo so einbringen. Dann ganz wichtig, der Überspringen-Button in Raids. So oft gefordert, so oft haben die Leute gesagt, ja, wie bringt man das denn rein, keine Ahnung. Ich fände es nicht mal in öffentlichen Gruppen, finde ich, hat das auch gar nicht so viel Sinn. Weil bei öffentlichen Gruppen ist ja immer, da stehen vielleicht 5 Leute da, die öffentlich gerade drin sind. Jeder von denen drückt auf bereit, überspringen. Aber da läuft gerade noch einer an, sieht, oh, die machen einen Raid. Der wäre vielleicht noch in die Lobby mit reingekommen, weil ja noch Zeit war. Dadurch, dass die aber jetzt alle übersprungen gemacht haben und schon reingehen, landet der in der neuen. Ist natürlich dann kacke für den, der einfach als Außenstehender da mitwirken möchte. Aber ein Überspringen-Button für private Gruppen, für private Raids, hätte doch Sinn, denn bei wer privat macht, der weiß doch eh, wer alles dabei ist, wer alles dort steht. Und wenn alle, die dort stehen, bereit sind, warum müssen die dann warten? Öffentlich kann immer mal noch jemand dazustoßen, aber bei privat kann man doch einen Überspringen-Button einführen. So wird niemand ausgegrenzt bei öffentlichen, aber bei privaten weiß man, wann man fertig ist. Und privat, wenn man eben so Solo-Raids machen will, macht man ja eh meistens eine private Gruppe. Wo ist der Sinn, dass ich jetzt einen Einer-Raid mache, werf schnell meinen Pass ein und dann muss ich 2 Minuten warten, bis das losgeht, wenn ich weiß, ich spiele den gerade alleine, ich will den alleine machen, ist eine private Gruppe. Also mach doch bitte, dass man in der privaten Gruppe, was auch komplett Sinn hat, oder nicht, in der privaten Gruppe einfach den Überspringen-Button hat. Denn wenn ihr zu zweit einen Raid macht, ihr wisst ja, ihr zwei, da kommt keiner mehr hinzu. Selbst wenn da 10 Leute stehen und fragen, hey, können wir mitmachen? Ihr sagt, nee, wir wollen das gerade ausprobieren, ob wir das zu zweit schaffen, dass ihr das überspringen könnt. Öffentlich hat das meiner Meinung nach gar keinen Sinn, aber privat, in der privaten Gruppe, ist das doch das Beste, was es geben kann. Also, Überspringen-Button, auf jeden Fall ein Muss, den brauchen wir unbedingt. Genauso was Zeit spart, ist der Push-Button, eine Beschleunigung dahergehend. Da wurde ja schon mal was gefunden, dass das vielleicht bald kommt. Es ist noch nicht da, aber das ist auch natürlich eins, was sich viele Leute wünschen, was ich mir auch wünsche. Dieses Hochleveln, ich meine der Hong, gut, dann gehen seine Videos nur noch 10 Sekunden, wenn er immer eine Max-Out-Monday-Folge macht und sagt, heute pushe ich mal wieder. Und er pusht und pusht und pusht und pusht und sitzt die ganze Zeit daneben und pusht. Könnte er ja dann gar keine Max-Out-Monday-Folge mehr machen, so richtig, wenn er einfach einmal drückt und es ist gleich am Max-Level, weil ihr die Level einfach mit einem Plus- und Minus-Button so bestimmen könnt, bis wohin ihr pushen wollt und dann einmal auf Bestätigen, boom, dann zieht das euch den Staub ab, das zieht euch die Bonbons ab, ich darf ja nicht Bonbons sagen, das zieht euch die Bonbons ab und dann seid ihr am Max-Level, passt. Ich meine, ihr gebt ja eh den Staub aus, ihr gebt ja eh die Bonbons aus. Was bringt es jetzt, ewig da rumzuknörren? Ihr wollt ja eh dahin. Und eine Anzeige mit Plus-Minus-Regeln, so wie wenn ihr Items wegwerft, könnt ihr ja auch wegwerfen und 100 Bälle, 200 Bälle, noch mehr, noch weniger. Warum nicht auch beim Level ab? Führt das mal ein, ich hoffe, das dauert nicht mehr so lang. Ist auf jeden Fall eine geniale Sache. Was ich noch aufgeschrieben habe, ist die IV-Verbesserung. Es ist so gemein eigentlich, dass manche Leute 100 legendäre Raids machen von Mewtwo, sagen wir mal, und haben dann als Bestes vielleicht ein 82er. Andere machen einen legendären Raid, kriegen direkt einen 100er hingestellt, fangen das und das war's. Und dann sagen die, jetzt brauche ich keine mehr. Bei Mewtwo hat man ja wenigstens noch die Chance gehabt, mehrere Raids zu machen. Und wenn man ein schlechtes hat, immer die Hoffnung zu haben, man bekommt noch ein besseres. Was ist denn aber mit den Sachen, die man im Prinzip nur einmalig bekommt? Mew, Celebi, sowas, diese mysteriösen Pokémon. Ihr macht
stundenlang, tagelang diese Spezialforschung, knörrt euch da durch und der eine sagt, yeah, ich habe mein Mew bekommen, 96%, heftig, ziehe ich sofort hoch, 15 Angriff, ihr freut euch schon, ihr holt eures ab, 82%, 10 Angriff, irgendwas anderes hinterher und ihr denkt, toll, was soll ich das hochziehen? Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein zweites Mew, irgendwann muss es Shiny Mew geben? Wie führen die das ein? Den Glückseintrag von Mew? Wie kriegt man den, wenn man es nicht tauschen kann? Man traut sich gar nicht, das zu pushen, weil man immer die Hoffnung hat, vielleicht kriegt man nochmal was anderes oder irgendwie durch Shiny oder Glücksmustern sich nochmal, muss nochmal was passieren. Besser, cooler wäre es, man wüsste genau, man kann IV verbessern. Ihr kriegt halt einmalig ein Mew, auch wenn das jetzt, sagen wir mal, nur 82% hat. Ihr pusht das trotzdem hoch, habt das dann auf Level 40. Und wenn ihr den als Buddy nehmt und bestimmte Aufgaben mit dem erfüllt, dann könnt ihr auch Werte verbessern. Das wäre doch richtig genial, wenn ihr öfters mit dem kämpft, wenn ihr so und so viele Raids mit dem gespielt habt. Das müssen dann halt richtig krasse Sachen sein, wenn ihr so und so viele Raids gespielt habt oder wenn ihr so und so viele Arenen platt gemacht habt, wenn ihr so und so viel Bären gefüttert habt, was dann die Gesundheit verbessert oder irgendwas, dass irgendwann der Angriffswert um 1 steigt, dass irgendwann der KP-Wert um 1 steigt, dass der Verteidigungswert um 1 steigt, dass aus den 82% plötzlich 84 werden. Und wenn ihr da dran bleibt, werden aus den 84 irgendwann 96 und dann geht ihr richtig ab und dann habt ihr irgendwann ein 100% IV Mew, was ihr euch erarbeitet habt, wofür ihr wirklich was gemacht habt. Ihr sollt das doch nicht geschenkt bekommen, aber ihr macht was und ihr werdet dafür wirklich belohnt. So viele 98er damals habe ich schon genommen von normalen Pokémon und habe die dann weggeschmissen, weil ich gesagt habe, gut, ich sammle nur 100er, es ist kein 100er, es ist ein 98er, brauche ich nicht, weg. Ich würde mich jetzt natürlich so ärgern, wenn es eine IV-Verbesserung gibt und man nimmt einen 98er, macht mit denen ein paar Tage bestimmte Aufgaben, bestimmte Sachen, erfüllt bestimmte Voraussetzungen und dann steigert dieser eine Punkt, der gefehlt hat, sich und schon macht ihr aus den 98ern plötzlich 100% Pokémon. Das fände ich richtig genial aber, dass das eben nicht so eine extreme Glückssache ist, dass man beim Raid eins hingewürfelt bekommt, dass man beim Brüten eins hingewürfelt bekommt, sondern dass ihr trotzdem, wenn ihr ein cooles Pokémon habt, auch mit einem coolen Level, sagt, das hebe ich auf, das hat schon ein gutes Level, ich kümmere mich jetzt um die IV. Nicht, ich habe gute IV, jetzt muss ich pushen und Sternenstaub und Bonbons und sonst was. Wenn man da die Möglichkeit hat, den Level zu verbessern, wieso hat man nicht die Möglichkeit, bei einem guten Level die IV zu verbessern? Eben auch durch bestimmte Sachen. Selbst wenn man dafür auch ein bisschen Staub ausgeben muss oder eben ein paar Bonbons ausgeben muss. Einfach, dass das irgendwo auch fairer zugeht. Denn es ist so oft einfach nur eine Glückssache. Das Spiel hat meistens nichts mit Können zu tun. Das Spiel hat nichts mit Fairness zu tun in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Glücksspiel, eine Glückssache. Wie Niantic euch gerade gönnt, kriegt ihr da was hingeschmissen, ihr freut euch, die anderen freuen sich nicht. Aber so könnt ihr selber durch harte Arbeit da das nachholen, dass ihr da auch was Gutes habt. Ein anderer kriegt halt ein Schlechtes von einem anderen, wo ihr ein Gutes habt. Und er kümmert sich darum, dass das verbessert wird. Sodass ihr im Endeffekt aber alle euren Liebling zusammen basteln können, pushen können, also durch das Buddy-System habe ich ja wirklich gedacht, dass das geht, dass das funktioniert, aber wir wissen ja jetzt, dass da ein kleiner WP-Boost kommt, wenn der angelegt ist, sich ein Level steigert oder so, das ist ja nichts, das ist ja trotzdem nichts Brauchbares in dem Sinne. Ich fände es cool, wirklich so eine IV-Verbesserung. Als letztes habe ich mir noch einen Punkt aufgeschrieben, der ist eigentlich auch nicht so wichtig, aber ich finde, was manchmal das Spiel auch ein bisschen vermiest, sind die wilden Spawns von Weiterentwicklungen bei der Einführung einer neuen Generation. Lass das doch weg. Früher war das Spiel so toll, man ist rausgegangen, man hat überall Schatten gesehen,
Man ist dahin, man hat die Pokémon gefangen, man hat immer Bären draufgeschmissen. Gut, früher gab es noch gar keine Bären. Man hat auf jeden Fall gesammelt. Man hat so viele von der einen Spezies gesammelt, bis man die Bonbons zusammen hatte, bis man die endlich entwickeln konnte, bis man den neuen Pokédex-Eintrag hatte. Es war ein richtiges Sammelfieber da. Man hatte wirklich Bock, von der einen Sorte mehrere zu fangen, hat darauf gehofft, dass das wieder da ist, dass das kommt, damit man eben den Pokédex-Eintrag irgendwann hat. Das hat sich aber so geändert mit der Zeit. Irgendwann wurden die Bären eingeführt. Es ging viel schneller, die zu entwickeln, da ihr immer doppelte Bonbons bekommen habt. Aber mittlerweile bei den letzten Sachen, wenn eine neue Generation kam und das erste Mal von einer neuen Generation Pokémon eingeführt wurden, habt ihr meistens die Entwicklung schon eher gefangen als die Urform davon. Das verstehe ich nicht. Da sitzt da ein Wiesenior, ihr denkt, oh, ein cooles Pokémon. Ihr kennt euch in dem Moment nicht aus, denkt, das muss ich fangen mit gelber Beere, vielleicht kann man es ja entwickeln. Und dann seht ihr, es geht nicht entwickeln. Ihr denkt, okay, später seht ihr irgendwo ein Wiesor. Das sieht ja so ähnlich aus wie das andere. Ihr fangt das und seht, ach so, das ist die Vorstufe vom Wiesenior. Brauche ich ja jetzt eigentlich keine Wiesor großartig mehr fangen und Wiesenior auch nicht, hat sich ja eigentlich erledigt. Also, ich finde, dadurch geht einfach einiges kaputt. Klar, wenn es spezielle Events gibt, wenn eben dann das Kanto-Event kommt, das Johto-Event, das Höhen-Event, dass man da Weiterentwicklungen spawnen lässt, dass die was Besonderes sind, so Events, dass man sich freut, wow, ein Glurak, wow, ein Impergator, wow, ein Teddy Ursa, beste. Nein, auf jeden Fall. Das soll doch was Besonderes bleiben, aber was bringt's denn oder wo ist denn der Charme hin, wenn eine neue Generation kommt und nach 5 Minuten habt ihr einfach alles fertig? Weil ihr müsst nichts entwickeln, da ihr die Entwicklungen ja schon vor den normalen Pokémon gefangen habt. Das finde ich schade, dass das wirklich gemacht wird und das ist oft so einfach. Ich habe das bei den ganzen letzten Einführungen der Generation war das meistens so, ihr habt da einfach gefangen und gesehen, wow, geht gar nicht weiterentwickeln, ist schon Entwicklung. Das fand ich auch schade, das würde ich auch weglassen. Also wenn die neuen Generationen kommen, bitte nur die Basis-Pokémon. Und macht besondere Weiterentwicklungen doch einfach zu Events, die dann eben auch mehr Stau bringen, mehr Erfahrungspunkte, was Besonderes, dass wieder so ein gutes Feeling aufkommt, dass man sagt, ja, ich muss davon jetzt erstmal ein paar sammeln, ich muss farmen, ich brauche Bonbons, damit ich das entwickeln kann. Keiner farmt das Pokémon ab, wenn man die Weiterentwicklung doch eh schon hat. Das ist aber nur ein paar Sachen von mir, die ich mal so aufgeschrieben hatte. Wenn ihr noch Sachen habt, die ihr euch für Pokémon Go wünscht, schreibt es mal in die Kommentare. Oder wie ist eure Meinung zu den Dingen, die ich gerade genannt habe? Schreibt es mal in die Kommentare, schreibt mal alles rein. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.